Mein Bücherregal soll richtig magisch aussehen, deswegen will ich gerade solche Fantasy-Bücher basteln. Und in meinem letzten Video habe ich diesen 3D-Basilisken für mein Harry Potter-Buch gebastelt. Und an alle, die sich dazu alle Videos angeschaut haben, ich muss euch etwas beichten, und zwar habe ich mein erstes Cover zerstört. In den Kommentaren meinten alle, dass dieser Basilisk aussieht wie Gurken und deswegen brauchte ich ein neues Cover. Hier war die Idee, das Cover inspiriert von dem Schwert zu machen, mit dem Harry den Basilisken getötet hat. Und dieses Mal habe ich natürlich eine Skizze gemacht, damit ich es nicht schon wieder verkacke. Das Schwert habe ich einfach mit Buntstift gezeichnet und dann ausgeschnitten. Das kommt jetzt in die Mitte und da drauf kommt das Wappen, was ich aus meinem alten Cover herausgeschnitten habe. Ich dachte mir, so war die ganze Arbeit nicht komplett umsonst. Jetzt habe ich mit goldener Farbe noch ein paar Details und auch den Titel vom Buch drauf geschrieben. Und jetzt, wo das neue Cover fertig ist, habe ich ganz viele Einzelteile, die ich alle nur noch auf mein Originalbuch draufkleben muss. Und als allerletzten Step male ich jetzt den Basilisken noch an. Natürlich erstmal braun als Übergang zu Vorder- und Rückseite. Und jetzt habe ich so eine Grundierung aus Blau und so ein bisschen Schimmer gemacht. Darüber habe ich noch ein bisschen braun gemalt, damit es auch wirklich aussieht, als würde der Basilisk aus dem Buch herauskommen. Und jetzt kommt doch noch ein allerletzter Schritt. Und zwar habe ich mit Heißkleber so ein paar Zähne noch gemacht. Und hier ist das fertige Buch. Kommentiert gerne, wie ihr es findet. Und vergesst nicht, mir zu folgen.